Das Autohaus Gebrüder Schwarte. Mobilität neu erleben. Präsentiert die Stimmen zum Spiel. René, Glückwunsch. Der SV Meppen bleibt in der Spur. Wie ist dein Fazit heute nach dem 2:0 gegen Waldhof Mannheim? Ja, ich glaube, gegen Magdeburg schon und auch davor die Spiele haben ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Ich glaube, diese Corona-Phase kam wirklich richtig gut zu uns, im richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, wir sind noch mehr zusammengewachsen. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Wir spielen jetzt mit Herz, mit viel Herz. Und ich glaube, wir belohnen uns endlich für die ganze Scheiße, die wir davor gemacht haben, auf gut Deutsch. Ja, ich glaube, dass wir richtig viel investieren. Ja, die Jungs geben Vollgas. Ja, und das spiegelt sich wieder. So, und jetzt kommt natürlich auch durch die guten Spieler auch eine gewisse Selbstverständlichkeit. Ja, man nimmt Dinge an, ja, dass man vielleicht auch mal einen Schritt mehr laufen muss. Ja, und man sieht dann eben unterm Strich, dass man belohnt wird. Es sieht so aus, als hättest du dich auf der Außenposition in der Viererkette festgespielt. Ist das eine Position, die dir liegt? Ist das neu? Und wo kommt die Souveränität her, die du zuletzt in den letzten Wochen auch an den Tag legst auf der Position? Ja, komplett neu ist sie nicht. Ich habe das in der Jugend schon gespielt als Rechtsverteidiger. Aber hier in Meppen habe ich dann letzten Saison hauptsächlich nur in der Innenverteidigung gespielt, ein bis zwei Spiele mal rechts gemacht. Ich denke auch auf jeden Fall, dass es eine Position ist, die ich auch spielen kann, dass es mir liegt, wenn ich viel Platz vor mir habe, dass ich da mit meinem Tempo auf jeden Fall auch für Wirbel sorgen kann und natürlich in erster Linie versuche, meine Seite zuzumachen. Die Defensive steht besser. Du spielst ja in der Kette davor. Aber was machen die Jungs vielleicht heute ein bisschen anders? Selbst der Ausfall von Steffen Puttkammer hat überhaupt keine Spuren hinterlassen heute. Ja, da sieht man ganz klipp und klar, dass wir jeden brauchen. Das ist ganz klipp und klar, egal von der Bank oder er ist heute nicht im Kader, er ist nächste Woche im Kader und wir brauchen jeden Mann. Und wir haben jetzt englische Wochen durchgehend. Wir brauchen Jungs, die Bock haben und ist egal. Da kommt der nächste rein, gibt Vollgas und ich glaube, heute hat man das auch wieder gesehen. Du hast die Jungs ja jeden Tag auch im Training. Man hatte das Gefühl oder die Befürchtung, eigentlich kann das ja gar nicht gut gehen, was die da machen. Das war heute auch wieder sehr, sehr laufintensiv. Ihr habt so ein straffes Programm vor der Brust. Wie schwer ist das im Training, das zu dosieren? Ja, im Endeffekt geht es nur um Regeneration, ja, um Leute vielleicht auf ein Level nochmal zu heben, die jetzt nicht gespielt haben, ja, die mehr Belastung bekommen, aber sonst ist es wirklich nur noch Regeneration, bei Laune halten, ja, und versuchen, die richtige Elf zu finden. Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt, als wir ganz hinten standen, nicht so oft auf die Tabelle geguckt habe. Das ist dann einfach nicht so ein schöner Anblick. Jetzt vielleicht das eine oder andere Mal öfter. Es ist nur eine Momentaufnahme. Wir haben es jetzt gut gemacht in den letzten Spielen und hoffen, dass wir weiter so punkten. Ich dachte, wir müssen von Woche zu Woche gucken. Oder von Spiel zu Spiel eher. Von Woche zu Woche ist leicht gesagt. Von Spiel zu Spiel ist, glaube ich, besser. Und jetzt haben wir Mannheim besiegt. Jetzt kommt Rostock. Das ist eine richtig gute Truppe. Aber ich glaube, wenn wir weiter in so einem Flow sind, wer soll uns draufhalten? Sage ich ganz ehrlich. Und wir gucken gar nicht auf die Tabelle. Wir gucken vielleicht mal drauf, wenn wir mal ein paar Spiele wieder gewonnen haben, dann können wir mal den Blick draufsetzen, aber ich glaube, wir sollten gar nicht auf die Tabelle gucken. Heute hatten die Mannheimer auch früh Chancen. Hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass auch so das Quäntchen Glück ein bisschen zur Zeit auf eurer Seite ist? Ja, das Gefühl habe ich auf jeden Fall auch. Auch wenn man sieht, das 1-0 war jetzt auch ist kein super rausgespieltes Tor, eher ein bisschen glücklich, ein Freistoß, den der Torhüter falsch einschätzt. Und die Mannheimer hatten auch, in der dritten oder vierten Minute eine super Chance. Dann noch einen Ball, der an Außenpfosten geht sogar. Von daher denke ich auch, dass das Matchglück auf unserer Seite war heute. Aber das kann man sich, denke ich, auch ein Stück weiter arbeiten und das machen wir momentan. Von daher denke ich, dass das auf jeden Fall ein verdienter Sieg war heute.